Mühlauer holen längst vergangene Zeit zurück. Rund 1500 Besucher verschlug es vergangenes Wochenende ins Mittelalter. Zum 13. Mal war die Burg Mühlau zwei Tage lang ein passender Anlaufpunkt für Jung und Alt. Der Förderverein hatte dazu einiges auf die Beine gestellt. Von den musikalischen Gauklern über ritterliche Schaukämpfe bis zu einem mittelalterlichen Kettenkarussell konnte man vieles entdecken. Neben den Mittelalterfreunden aus der Region kamen auch Kunsthandwerker aus dem Nachbarland Tschechien auf die Burg. Trotz der geplanten Städtehochzeit zwischen Mühlau und Reichenbach soll es auch nächstes Jahr ein mittelalterliches Burgfest geben, so die Fördervereinsvorsitzende Ina Goldhardt. In diesem Punkt bleibe Mühlau eigenständig, da es Sache des Fördervereins und nicht der Stadt sei.